Stell dir vor, du gehst zu McDonald's, wie jeden Tag. Und du gehst rein und du bestellst dir einen Cheeseburger. Hallo, herzlich willkommen McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ja, ich würde gerne einen Cheeseburger. Oh, ein Cheeseburger. Eine kurze Frage, ist das auch wirklich hier in McDonald's? Ja, wo sollst du denn sonst sein? Du bist hier nicht bei den Teletubbies. Ah ja, hast recht. Blöde Frage. Aber plötzlich merkst du, hier ist was faul. Moment mal. Du hast es erkannt. Wir verkaufen hier nur Tomaten. Oh. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich hoffe, ihr habt richtig Bock, weil heute geht es um Fake. Keine Sorge, das wird kein Mimi-Exposed-Video, Operat. Danke. Es gibt verschiedene riesige Fastfood-Ketten, wie zum Beispiel Subway, McDonald's, Burger King oder auch KFC. Und das sind wirklich riesige Ketten, die wirklich Millionen von Kunden machen, die Geschichten dahinter haben. Und natürlich, wenn eine Sache erfolgreich ist, wird sie nachgemacht. Ich glaube, jeder von euch kennt im Supermarkt diese Fake-Produkte. Also wir reden jetzt nicht von den großen Marken, sondern zum Beispiel die Eigenmarken dann. Die, ich muss leider gestehen, die Nugget-Bits sind wahrscheinlich auch nur ein Abklatsch von dem Tresor. Ja, so ehrlich muss man leider sein. Aber ich möchte heute probieren, mit euch zusammen die Fake-Fastfood-Ketten zu testen. Also Läden, die sich wirklich an den großen Fastfood-Konzern orientiert haben und offensichtlich eine Nachmache sind. Ob das rechtlich alles überhaupt in Ordnung ist, können wir heute alles im Video noch checken. Die wichtige Frage natürlich, die stellen sich ich und du und meine 100 Kilo. Können diese Fastfood-Ketten geschmacklich allerdings mithalten? Also sind sie besser als das Original? Ich habe heute 5 richtig fette Ketten für euch. Teilweise ich in London, ich war in München, aber auch in Hamburg. Das Video erstreckt sich also über ganz Deutschland plus noch ein anderes Land sogar, um die besten Fake-Läden für euch zu finden. Und hast du dir immer noch nicht drüber nachgedacht, das Video zu liken? Was bist du eigentlich für ein Schwein? Und daher einen Like-Kurs mal rauf, wäre echt geil von dir. Wir fangen an mit dem wahrscheinlich bekanntesten und längsten Sandwich der Welt. Und ich rede nicht von deinem kleinen sondern ich rede von Subway. Subway hat weltweit gesehen eine Zeit lang sogar mehr Filialen gehabt als McDonald's. Subway ist aus jeder Ecke rausgesprungen, was denen zum Verhängnis im Nachhinein wurde. Subway bietet aber nicht nur 15, sondern auch gleichzeitig 30 cm von einem Sandwich, das du dir selber belegen kannst. Allerdings, wo ist jetzt der Fake? Ich war in Hamburg und ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal die Aufnahmen sprechen, weil dieser Laden heißt Safi Food. Da bin ich in den Laden reingegangen und ich muss sagen, der hat wirklich erneuert. Guckt euch mal an, wie geil die Bildschirme aussehen. Du siehst auch richtig die Subs mit so schönen Einblendungen. Und dann fand ich das wirklich interessant. Er schneidet das Brot auf. Es ist halt wirklich, als ob der Mann schon bei Subway gearbeitet hätte. Es wurde natürlich dann schön belegt. Dann kam, das war echt das absolute Special, die haben sogar denselben Ofen wie bei Subway. 1:1. Seht euch an, das ist wirklich da, wo die es mal reinlegen und dann wird der Käse erstmal gegrillt. Ach, es ist einfach nur Wahnsinn. Dann hatten sie natürlich auch diese Salatbar, ne, wo sie halt dann auch im Nachhinein alles belegen. Aber das Besondere bei ihm ist halt auch, dass er Dönerfleisch anbietet. Also kannst du auch Döner-Subs bestellen. Und am Ende hat er es ja wirklich belegt. Also wirklich, als ob ich bei Subway bin. Das Subway, wie ihr sehen könnt, ne? Und wenn ihr euch einfach umdreht, einmal so hinten guckt und da hinten ist einfach Safi Food. Ah, geil, Leute. Jetzt habe ich hier 2 Dinger geholt. Das andere ist noch für einen anderen Fake-Laden. Ihr werdet sehen, was er meine. Ich habe jetzt 9,50 gezahlt für 30 cm. Das ist schon ein kostenloser Preis. Die Mitarbeiter waren natürlich unfassbar korrekt. Also, die sind super lieb. Wie teuer ist ein Sub für 30 cm bei Subway? Also, ich gucke jetzt einfach mal nach, wenn wir den Preisvergleich direkt haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob gerade hier beim Barbecue Roadie Z 8 Euro steht, ob das jetzt auf 30 cm bezogen ist oder auf 15. Weil dann haben wir einen ähnlichen Preis. Dann habe ich hier auch 30 für 8 geholt, aber auch 30 cm. Weil dann bin ich überrascht, bei Subway weiß ich auf jeden Fall, sehr rausgestochen hat, sind halt diese Menüs, die sie anbieten. Du hast ja dann einen Drink, du hast dann den Sub und du hast noch einen Cookie. Du hast ja alles in einem. Okay, das muss man sagen, er hat nicht, das fehlt ihm auf jeden Fall, er hat nicht diese extreme Brotauswahl. Du hast einfach nur ein einheitliches Brot und ich glaube sogar, ein normales Baguette. Obwohl, unten noch so ein bisschen anders. Wenn ihr neben mir sitzen würdet, ne, würden küssen, würdest du dir sagen, pass mal auf, mein Freund. Du guckst dieses Video schon in ein paar Minuten und du hast immer noch nicht gemerkt, dass du nicht abonniert hast. Dann würde ich sagen, das machst du jetzt erstmal. Und dann würde ich dir das hinhalten. Ich halte euch dieses Sandwich hier hin. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich glaube nicht, dass ihr sagen würdet, das ist fake. Würde wahrscheinlich auch sagen, ah, okay, ne, Subway halt so. Ne? Also würde wahrscheinlich jetzt nicht den krassen Unterschied sehen. Vor allem auch, er hat auch diese Thunfischpaste, die ich bei Subway so abgefeiert habe, hat er einfach raufgeschmiert. Ich habe wirklich richtig Bock, da reinzubeißen. Auch die Soßenauswahl fand ich geil. Vom Geschmack her, also beim Video geht es heute natürlich auch darum, zu gucken, wie schmeckt der Fake. Ich gehe mal in diese Thunfischecke hier rein, weil ich habe eine kleine Theorie. Schnell bei Subway fällt alles raus. Für das Geld ist das Ding auf jeden Fall unfassbar vollgestopft. Seht ihr, es knallt wieder aus jeder Ecke raus. Da ich ja vor kurzem erst bei Subway gegessen habe, ich habe ja jeden Sub bei Subway gegessen. Das Video findet ihr an der Endcard, ne, bleibt bis zum Ende dran. Habe ich gerade noch ziemlich gut Subway präsent im Kopf. Und die Thunfischpasta schmeckt eindeutig geiler bei Subway. Aus welchen Gründen ist jetzt mal egal, keine Ahnung, ob was alles drin ist. Aber ganz ehrlich, was braucht man denn bitte, um einem Subway-Sandwich zu machen? Man braucht eigentlich nur 3 Zutaten. Wasser, Zement und Sand. Und diese 3 Zutaten müsst ihr dann einfach zusammenrühren.
ein bisschen vermengen. Ah, krass, so funktioniert das also. Die Brotauswahl, die du hast, ne? Du hast da zack, nimm das hier und da. Dann kannst du zum Beispiel bei Subway auch die gesündere Alternative einfach nehmen und sagen, hey, ich möchte Vollkorn zum Beispiel haben und dann ohne Käse und hier. Okay, man muss aber zu auch sagen, Subway ist ein verdammtes weltweites Unternehmen und das ist ein Laden hier in Hamburg. Der kann jetzt auch nicht jede die Brotsorte anbieten, alles möglich. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Mmh. Und scheiß, stabiles Ding. Cooler Käse, leckere Knobi. Ja, ich muss sagen, das Brot feiere ich gerade nicht so ab. Ich würde ja völlig übertreiben, wenn ich jetzt sagen würde, ach, verstehst du das? Nee, stabiles Ding, ja. Ich finde, Subway war ein guter Start mit Safi Food. Allerdings kommen wir zum nächsten. Und das ist Raising Cane's. Eine Fastfood-Kette, die unglaublich viel Aufsehen derzeit in Amerika erregt. Die verkaufen Chicken Fingers. Da geht es einfach darum, das sind frittierte Tenders, könnte man sich vorstellen. Die werden geil in Soße reingedippt. Die verkaufen da auch teilweise so ein kleines Brötchen. Das Design ist wirklich einmalig. Und das Ding ist asozial im Hype gerade. Das verbreitet sich gerade richtig in Amerika. Als ich noch zum Beispiel in Amerika war, hat genau gerade einer in Miami aufgemacht. Allerdings hat es der Fake schon nach London geschafft. Willkommen, Leute. Nochmal aus London. Diesmal allerdings richtig. Ich habe selber mies recherchiert. Weil es gibt einen Laden, Leute. Der ist mir zu im Weg gelaufen. Der hier. Slim Chicken, so heißt der Laden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mir im Laden gedacht, irgendwie erinnert er mich so leicht an einen Laden, den ich aus Amerika kenne. Von der Form her sieht es echt aus wie bei Raising Cane, nur halt ins Tender. Ich habe mal ein Bild rausgesucht von den Chicken Fingers von Raising Cane's. Und klar, man sieht auf jeden Fall die Ähnlichkeit, aber bei diesen Chicken Tenders oder auch in Amerika nennen sich Chicken Fingers, da ist es doch, glaube ich, schwer, das Rad neu zu erfinden, auch wenn die Form sehr ähnlich ist. Guck mal, hier seht ihr es auch. Dieses Gedippe. Ich will nicht verarschen, natürlich wird überall reingedippt, ne? Aber es sieht halt super, super ähnlich aus wie bei Raising Cane's. Seht ihr das Logo, Leute? Das ist das Logo von dem Laden hier, Dim Chicken. Und wenn man das so daneben stellt, neben Raising Cane's. Also ich sag ehrlich, von der Form her hat es doch so ein bisschen Ähnlichkeit. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall ein Tender-Meal, einfach genau zu gucken, wie die schmecken werden. Ja, vier Stück, komm, vier Stück soll entspannt. Ich finde es auch interessant, wie in Amerika stehen ja auch die Kalorien da, ne? Krass, ey, man sieht mal, wie fett man wird. Kleiner Hinweis wieder, Leute, dieses Brot hier, Texas Toast, diese fetten Brotscheiben kriegst du auch bei Raising Cane. Ich muss sagen, sorry, Leute, dass so gierig rüberkommen. Ich komme wie so einer rüber, der irgendwie Gold gefunden hätte. Aber ich habe mich irgendwie gefreut darüber, dass ich dieses Video hier einbauen kann, weil ich will ja auch checken. Mir geht es ja nicht darum, irgendeinen Laden hier schlecht zu reden. Raising Cane hat es ja nicht erfunden, ne? Das ist einfach ein gefettetes Brioche-Brot, das zwar super, super geil ist. Gibt es aber halt bei Raising Cane auch dazu, dass halt dann nur ein bisschen, sag ich mal, auffällig. Dann hast du Pommes dazu bekommen und du kriegst diese ganzen Tenders. Die Tenders sind bei denen super, super beliebt. Musik ist gerade aus. Unsere Chance ist zu nutzen, Leute. Wir nehmen die Chicken Tenders, packen sie schön in diese Raising Cane's. Ich meine, die Slim Chicken Soße. Hier muss ich dazu sagen, dass Slim Chicken auch eine eigene Soße hat. Die Slim Chicken Soße haben sie sie genannt. Bei Raising Cane ist ja gerade übelst im Hype diese Soße. Also die Raising Cane Soße. Und die sieht der wirklich sehr ähnlich. Und das Lustige ist, die Slim Chicken Produktbilder auf der Webseite sind einfach 1:1 gleich aus wie auf der Raising Cane Seite. Da haben die wirklich Copy-Paste gemacht gefühlt. Auf jeden Fall Früchte, oder? Ganz andere Panade. Also Raising Cane hat wirklich sehr, sehr anders geschmeckt. Das ist eine ganz andere Würzung, die sie hier drin haben. Gleichzeitig diese Slim Jim Soße hat einen viel säuerlichen Ton als bei Raising Cane. Die Chicken Tenders sind wirklich geil. Richtig lecker. Guck mal, die zergehen richtig im Mund. Aber die Slim Jim Soße bockt mich so. Mal gucken, das Brot hier. Ich sag euch ehrlich, mein Besuch bei Raising Cane damals fand ich persönlich besser gerade als hier bei Slim Jim, weil es da einfach vielleicht fettiger war, besser frittiert war, vielleicht ein bisschen eigener war. Ich glaube ehrlich, die habe ich auch bei einigen random Läden irgendwie in Hamburg schon besser gegessen. Geiles Fastfood, aber finde mit Raising Cane jetzt gar nicht so viel zu tun. Ich habe ein Problem, mal schlau zu machen, ob man das überhaupt darf. Wir testen ja heute Fake-Läden, aber wie ist das rechtlich? Digga, darf ich einfach hingehen und sagen, Digga, ich mache jetzt auch ein McDonald's auf? Ist die Rechtsgrundlage hier in Deutschland anders als zum Beispiel in Amerika? Weil Amerika gefühlt ist ja irgendwie alles kopiert. Also, ich bin Dr. Wein bin ich und ich werde euch erklären, Leute, wie das Markenrecht in Deutschland und in den USA funktioniert, weil in Deutschland kannst du natürlich eine Marke ganz normal anmelden und du kannst ihn schützen lassen, natürlich europaweit oder auch weltweit. Das Ding ist aber halt, wenn du eine Marke anmeldest und sie klingt in Deutschland zumindest so ähnlich wie eine andere Marke, sag ich bringe eine Marke raus, die heißt Trish, da fällt nichts Besseres ein, und dann kommt jemand, der hat aber die Marke Tisch patentiert, der kann dann sagen, du fix mich niemals, Kollege, niemals. Wie sieht's aus mit Rezepturen? Also du kannst natürlich eine Rezeptur patentieren und sagen, mein geilen Drink will ich patentieren, der hat aber das, das, das und das drin. Du musstest offenlegen, wenn du es patentierst. Deswegen macht das zum Beispiel nicht Coca-Cola, falls es mir aufgefallen ist. Das Ding ist, ich sage euch ehrlich, bei meiner Recherche dachte ich, in Amerika läuft es anders ab. Aber nein, in Amerika, wenn du eine Marke hast und irgendein Hund macht das nach, kannst du ihn theoretisch auch bis zum geht nicht mehr verklagen. Jetzt kommt aber das Komische. Mir kommt vor, in Amerika juckt das irgendwie keinen. Darf der Safi-Typ das genauso machen wie Subway? Ja, irgendwo schon. Einen Ofen kannst du schlecht patentieren. Und ein bisschen Salat ja auch nicht. Jetzt habe ich was aus dem Hut gezaubert für euch. Jeder von euch kennt ja KFC. Hast du schon mal was von AFC gehört? Oh, Moment mal, Leute. In meinem Skript hier steht, das kommt erst zum Schluss des Videos. Sorry. Kommen wir zum Thema Mc's, Leute. Ich bin schon extra deswegen für Geld gut angezogen. In Deutschland einen Fake-McDonald's zu finden, ist asozial schwer. Weil ihr jetzt schon gelernt habt, ja, die rechtliche Grundlage ist da ganz, ganz schwierig. Erstmal wollte ich euch zwei Sachen in Amerika zeigen, weil da gibt es wirkliche Fakes. Guckt euch das mal an. Das hier ist nicht McDonald's. Steht hier auch da. This is not McDonald's. Du siehst, das ist irgendein Laden, ich glaube, das ist in Dubai oder so. Und da guck mal diese Fries an, was für ein Ding die sind, ne? Dann siehst du mal die Verpackung hier rechts. Dieses She-Mac. Anstatt Big Mac. Ah, guck mal, das Design des Burgers. Zack, das wird
wird einfach asozial einfach kopiert. Digga, heißt der Laden wirklich Not McDonald's? Das wäre ja geisteskrank. Aber jetzt, Leute, guckt euch mal das Video an. Aus Amerika. Diesen Laden existiert im Geburtsland von McDonald's. Digga, das ist McDonald's. Was erzählst du mir da? Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Ronald McDonald wird einfach hingemacht. Weißt du, das könntest du niemals, also wirklich in keinem Leben der Welt in Deutschland bringen. Kommen wir mal zu dem Fake in Deutschland. Goldies. Was bringt mich jetzt aber darauf, dass es eine Kopie von McDonald's ist? Der Besitzer selber, Wladimir, hat einfach in einem Interview bei Lukas, glaube ich, gesagt, oder auch nochmal anderen Sender, dass er gesagt hat, ey, pass auf, er will halt die alten McDonald's-Burger quasi in besser verkaufen. Zu McDonald's. Haben Burger noch, das ist das Einzige, was ich mit Burger in meiner Jugend oder Kindheit verbinde. Okay, also nehmen wir das als Grundbild. Diese Erinnerung wollen wir wecken an die Kindheit. Und wie schafft man das? McDonald's gibt es ja schon, aber wie schaffen wir diese Erinnerung zu wecken? Nur, dass das flasht, indem wir den McDonald's-Burger machen, nur halt richtig geil. Wir haben Ketchup-Senf dazu gegeben. Gut, unsere Zwiebeln sind handgeschnitten, unsere Gurken sind selbst eingelegt und wir nehmen halt das Martin's Famous Potato Roll aus Amerika, um den halt auf ein ganz anderes Level zu bringen. Und wir kämpfen immer noch damit, dass Leute zu uns kommen und sagen, hey, der Burger schmeckt wie bei McDonald's. Da Goldies mittlerweile, glaube ich, 4 Filialen in Berlin hat, eine in Frankfurt, also die sind da wirklich gut am Ausbauen. Klappt das ja anscheinend. Und ich war selber schon öfter bei Goldies und der Burger, was damals hier probiert habe, super, super lecker. Frage natürlich ist jetzt, wie kommen wir nach Berlin? Ganz einfach. Was, Digga, wie kannst du denn eigentlich das gegen meine Digga, du kannst doch meine Mutter nicht einfach beleidigen. Was bist du denn für ein Berliner, Leute? So kommt man nach Berlin. Und genau hinter uns findet sich auch Goldies. Das sind Goldies, wo ich noch nie war. Allerdings, was hat Goldies bitte mit McDonald's zu tun? Ihr habt ihr es, Leute. Hier kannst du Single Burger bestellen, Double Burger bestellen. So sehen die Burger aus. Das ist keine Ähnlichkeit zu McDonald's, sondern einfach nur mittlerweile modern, diese ganzen iPads hier zu haben, sage ich mal. Auch sehr gut gemacht. Auch die Sitze da sehen ein bisschen geil retro aus. Und das hat zum Beispiel McDonald's auch. Allerdings ist das halt einfach nur modern mittlerweile zu machen mit der Abholung und den Zubereitungen. Also, hier ist der Burger mit den kleinen Zwiebelchen so, dieses leckere Seegürkchen drauf und Käse. Aber du hast halt ein gesmashedes Patty. Und der Unterschied ist natürlich die Qualität des Essens in dem Sinne. Aber McDonald's nutzt natürlich Tiefkühlware, sonst wäre das auch das ganze Franchise-Konzept gar nicht möglich. Goldies hat halt ihre Standpunkte. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man das Fleisch mal hier anguckt und so, ist halt frisches Hackfleisch, das einfach gesmashed wird. Aber ich muss auch sagen, diese Mini-Zwiebeln, geil geschnitten, sieht super lecker aus. Ich habe mir provisorisch jetzt auch einfach mal einen Cheeseburger bei McDonald's geholt. Was sie über die Jahre geändert haben, ist halt einfach das Brot, das einfach viel buttriger riecht. Du riechst nicht diesen intensiven Brotgeschmack, was ich auf jeden Fall cool finde. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wann ich zuletzt bei McDonald's war und nur einen Cheeseburger bestellt habe. Entweder das spricht für mich oder für meinen Bauchumfang. Man kennt ihn halt einfach. Das ist halt wirklich, glaube ich, der klassischste Burger, den man kriegen kann. Ein Cheeseburger. Mal gucken, ob es geschmacklich, wie es sich unterscheiden wird. So ein schönes, weiches Brötchen einfach, ne? Fleisch, geil gewürzt. Du hast so eine richtig leckere Pfeffernote. Ich muss sagen, besser letztes Mal. Ich hatte aber Goldies auch schon Tage, wo ich gesagt habe, heute ist sehr lecker. Sehr guter Burger. Das ist halt der Cheeseburger, ne? Also da kann ich jetzt auch keine PowerPoint halten. Aber der Cheeseburger bleibt ein Klassiker. Vom Geschmack her, das kannst du McDonald's, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer vergleichen. Ja, guck dir mal, wie das hier rausfließt, Alter. Kommen wir zu Five Guys. Eine Fastfood-Kette, die derzeit in Deutschland wirklich alles übernimmt. Die 5 Jungs sind auf dem Vormarsch, sage ich euch. Das Problem ist, diese Aufnahme ist ein richtiger Fail und eigentlich ein bisschen unangenehm, euch reinzuschneiden. Ich erkläre euch die Story. Also ich wollte natürlich einen Five Guys Take finden. Also habe ich mich auf die Recherche gesetzt und habe gesehen, dass ein amerikanischer YouTuber das Video hier ungefähr so ähnlich schon gemacht hat. Der hat auch so Fakes gesucht. Ist aber halt ein Ami, ne? Der hat nochmal andere Sachen drin gehabt. Der hat allerdings einen Laden drin gehabt in London. Das Problem ist, Leute, London ist wirklich gigantisch groß. Hat er dann irgendwie einen Laden gefunden, der hieß Five Lads. Habe ich gesehen, habe Video abgebrochen. An sich ist es nicht schlimm, sich inspirieren zu lassen, aber ich dachte, ey, Five Lads, hört sich ähnlich an, ich fahre jetzt einfach auch hin. Ich hätte aber das Video mal von ihm weiterschauen sollen, weil Five Lads hört sich zwar an wie Five Guys, sieht aber erstens nicht so aus. Und ob es wirklich ein Five Guys Fake ist, guckt euch die Aufnahmen an, die ich damals in London gemacht habe. Hallo, Leute. Achso, nein, hallo Leute, merke ich gerade, das Quatsch, weil Evangelio hat euch wahrscheinlich schon begrüßt, euch alles erzählt. Also gucken wir jetzt einfach, wie viel der Laden wirklich mit Five Guys zu tun hat. Also Leute, ich nehme euch jetzt mit auf meine Enttäuschung, weil ich gerade auch einfach nur ein bisschen sauer auf mich selber bin. Das Ding ist, Five Guys punktet ja auch mit ihrem einmaligen Design, was wie ein amerikanisches Fastfood-Restaurant aussieht. Das hier allerdings ist schick, versteht mich nicht falsch, sieht ganz nett aus, hat so seinen eigenen Charme mit diesen Holzdingern hier. Aber es hat halt so absolut gar nichts mit Five Guys zu tun. Welcher Hund hat gesagt, das ist so ähnlich wie Five Guys? Zeige dich. Ich meine, guckt euch das an, Leute. Ich habe mir wirklich diese ganze Scheißfahrt gegeben. London ist scheiße riesig, ne? Hier ist die Innenstadt. Ich bin wirklich 10,5 Meilen gefahren. Das waren fast 50 Euro Uber-Kosten. Hin und mal zurück 100 Euro. Nur meinen Laden zu testen, der absolut nichts mit Five Guys zu tun hat. Ich muss sagen, was ich hier übergeil finde, Leute. Seht ihr diese Soßen da? Er dippt das Chicken da rein und haut sie auf den Grill. Boah, er so mariniert sie quasi so leicht. Oh Mann, darauf hätte ich doch mehr Bock. Boah, Leute, ich fühle mich so, als ob ich auf Tinder eine Frau kennengelernt hätte und am Ende ein Mann gekommen wäre. Ich fühle mich richtig gescammt, sage ich euch. Ich habe jetzt für Pommes Double Smash Burger 11 Pounds gezahlt. Zahlt das mal in Deutschland, Digga. Zahlst du über Five Guys? Ein Burger schon irgendwie gefühlt 13 Euro oder so. Das ist schon auf jeden Fall, also was Geld angeht, ist es viel billiger. Man muss auch sagen, ich bin gerade in einem Vorort von London, die allgemein ist echt menschlicher, was die Preise angeht, als zum Beispiel in der Innenstadt. Ich habe noch nie so ungesalzene Pommes gegessen. Okay, das finde ich, es sieht persönlich nicht aus unbedingt wie Five Guys, aber die benutzen diese Potato Buns, die ja derzeit so unglaublich beliebt sind. Boah, die Soße sieht super lecker aus.
Oh, so lecker. Brot ist so gut, so fluffig und weich. Leicht Zwiebeln, ein bisschen Seegürkchen. Dann haben wir Soße, ein guter Burger. Es ist so gut wie Five Guys. Alter, wie viel Five Guys Burger besser? Das hat nichts mit Five Guys zu tun. Ich bin eine halbe Stunde umsonst hingefahren. Ich gehe zurück nach Deutschland. Tschüss. Nach diesem Fail mit Five Guys kommen wir mal zu Burger King. Zweitgrößte Fastfood-Kette der Welt. Da muss es doch eigentlich einen Fail geben. Jemanden, der sich nicht Burger King, sondern King Burger zum Beispiel nennt. Ich muss sagen, nein. Es gibt wirklich nicht mal, und das ist das Krasse, nicht mal in Amerika. Es gibt nicht diesen Fake. Ich habe ja euch gezeigt, was in Dubai abgeht, in Amerika, was McDonald's angeht. Aber es gibt nicht diesen Burger King Fake. Das war wirklich unmöglich, wie das Tanzverbot mal was Gesundes ist. Ich habe nur was gefunden, wo man mit wirklich beiden Augen zu, Handschellen an, Adler zeigen, irgendwie sagen könnte, vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit. Ich zeige es euch mal. Ich stehe gerade auf dem Parkplatz, Leute, und beobachte so zwei Mütter, die ihre Kinder mit Chicken Nuggets füttern. So fängt's an! Digga, wie viel... Junge, was ist das für eine Olivenarmee, die auf mich hier wartet? Oh, ihr wisst, ich bin gar nicht so ein Olivenmann. Bei Safi Food gab es wirklich Crispy Chicken Patties. Das waren wirklich diese Crispy Chicken Patties wie bei Burger King. Also sehr, sehr ähnlich sahen die auf jeden Fall aus. Der hat die frittiert, dann hat der hier auf das Sandwich getan, Käse drauf gemacht. Das Patty wie bei Burger King, allerdings auf einem Sandwich. Also eine Kombination. Hm. Schmeckt's aber mit allem zusammen. Geil. Finde ich gar nicht so schlecht. Wirklich gar nicht mal so schlecht. Der Burger King Fake ist ein Fail. Habe ich nicht gefunden, Leute. Das Einzige, was annähernd dran kann, war das. Aber das ist auch schwer zu sagen, jetzt Burger King Fake. Kommen wir zu meinem Liebling in diesem Video. Jeder von uns kennt die drei bekannten Buchstaben. KFC. Und ich habe wirklich einen Laden gefunden, der an Ähnlichkeit nicht zu überbieten ist. Also wirklich, ähnlicher geht's gar nicht. Der Laden heißt nicht nur fast wie KFC, sondern dieser Laden verkauft natürlich dementsprechend auch Fried Chicken. Was heißt denn KFC? KFC heißt ja Kentucky Fried Chicken. Und der Laden, wo wir jetzt hingehen, Leute, der Fake von KFC, heißt einfach AFC. American Fried Chicken. Dieser Laden befindet sich in München. Jetzt sehe ich zum allerersten Mal selber, Leute. Aber hier steht es wirklich. American Fried Chicken und Pizza. Aber so sieht der Laden von außen aus. Ich guck mal gleich, wie er von innen aussieht. So sieht es innen drin aus. Ihr habt natürlich auch dieses KFC, sag ich mal. Oh, diese Wärmelampen. Vielleicht macht sie jetzt frisch das Chicken. Das sehe ich ja gleich. Sonst sieht der Laden, sag ich mal, so aus. Also sieht in einem amerikanischen Diner ziemlich ähnlich. Ist ja lustig, Leute. Ich suche gerade einen Ort, ne, wo wir AFC, nicht KFC, verspeisen können. Und hier ist sogar ein Schild, wo die sagen, hier vorne ist es. Und ich muss sagen, das Bild sieht aus wie so eine richtig alte 2008 KFC-Werbung. Der Laden sah halt wirklich echt oldschool aus, muss ich sagen. An der Kasse war auch eine Frau, die ist wirklich wie so ein Familienunternehmen, sag ich mal. Und KFC ist ja eher ein Franchise, der weltweit ist. Und AFC ist, glaube ich, einmalig hier in München. Und die haben mir Chicken verkauft. Wirklich sehr ähnliches Sortiment von Hot Wings, Crispies, Pommes. War jetzt wirklich sehr, sehr ähnlich wie KFC angehaucht. Die hatten sogar auch einen Coleslaw, aber die haben es nicht Coleslaw genannt, sondern Krautsalat. Und der ist auch so abgepackt. Diese Buckets, ihr wisst schon, was ich meine. Diese runden Dinger, die halt bei KFC so cool sind. Die gab es jetzt hier nicht, sondern es gab die halt so in einer ganz normalen Verpackung, wie sie ihr wahrscheinlich von ganz vielen anderen Läden kennt. Ich habe mir einfach mal Hot Wings geholt und Crispies. Ich würde sagen, das ist ein super, super Bestseller wahrscheinlich bei KFC. Ich habe mich jetzt kurz zu KFC begeben, ne, um zu gucken natürlich, wie ist es denn hier? Das Schild von KFC ist auch einfach geil, so, ne, der Typ hat irgendwie 45 Hähnchen an seine Nachbarn verkauft oder irgendwie in der Tankstelle und wurde damit dann auch irgendwie groß. Ich meine, mit 45 ist auch mal krass, aber man denkt ja aber, das Leben ist schon vorbei, so, aber nein. Geht bei AFC wahrscheinlich aber auch weg. Oh, okay, krass. Also das sind die Crispies, die sehen bei McDonald's. Die sehen bei KFC nochmal wirklich komplett anders aus. Viel knuspriger. Blendet euch auch mal hier ein Bild ein, damit ihr das auch mal seht. Ne, sieht offenbar anders aus. Gleichzeitig möchte ich aber vom Geschmack her testen. Vielleicht sehen die anders aus, schmecken aber anders, ne? Ich habe hier süß-sauer, ich habe hier einmal Knoblauch. Wisst ihr, was von AFC richtig schlau wäre? Eine Sache, die KFC seit Jahren mal machen endlich muss. Und zwar, mein Gott, dass sie immer noch keine Käsesoße ausgebracht haben oder Chicken in Käse. Warum lässt sich KFC damit so Zeit? Wahrscheinlich warten die, genau wie Nutella. Nutella sage ich jetzt schon mal, wenn Nutella irgendwann einen Einbruch hat, was die Gewinne angeht, dann bringt Nutella White. Und ich glaube, KFC ist auch so. Wenn es irgendwann richtig beschissen läuft, sagen die, Leute, was machen wir? Käse-Chicken. Die süß-sauer-Soße bei KFC ist wirklich unschlagbar krass. Die ist richtig, richtig krank. Das ist halt einfach eine normale Heinz-Soße, ist jetzt auch nicht schlecht. Die hat sich da frisch gemacht. Die lagen da schon etwas länger. Okay, mit Soße, gar nicht mal schlecht. Ich würde sagen, dass das KFC besonders macht, ist halt die Panade. Die kriegen die Panade und alles Mögliche fertig hingeschickt, sodass man das Rezept in Anführungszeichen nicht klauen kann. Merkt wie ein ganz normales Hähnchen, ein bisschen wässrig, sage ich mal, innen drin. Haben wir noch die Crispies. Und die haben ja wirklich abgeschissen einfach bei AFC, das weiß ich noch. Da hast du auch eine andere Schärfe drin? Sieht das falsch aus, eieiei. Nein. Warnung, bitte esst euer Crispy Chicken nicht mit Mayo. Das kommt gar nicht. Oh Gott, war das gerade schrecklich, Alter. Und das ist ein kleiner Bonus. Im Vergleich zu AFC. Der Coffee Box war noch so ein richtig fettes Fleischstück. Boah, das bestelle ich nie bei KFC. Oh, nee. Also, ich habe mal rausgeguckt. Bei KFC zahle ich für 6 Crispies 12 Euro oder 11,99 und bei AFC zahle ich für 6 Crispies 8,50 €. Also ich quasi 3 Euro ungefähr billiger. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das halt lieber die 3 Euro und gehe zu KFC, bin ich euch ganz ehrlich. Die sind wirklich in Ordnung, sage ich mal, als Alternative.
aber KFC haut hier safe weg. Wie sieht mit den Hot Wings aus? Ich glaube, Hot Wings sind nochmal die absolut beliebtesten Sachen, die es überhaupt bei KFC gibt. Da habt ihr einmal das Aussehen. So sehen die aus. Ich muss sagen, die zum Beispiel sehen wirklich sehr, sehr ähnlich über KFC aus. Also 6 Hot Wings würden bei KFC 7,50 Euro kosten. Wohingegen bei AFC 6 Hot Wings 7,50 Euro kosten. Lol, die kosten einfach 1 Cent mehr bei AFC. Das ist nicht gut. Außer die schmecken jetzt geisteskrank. Ganz anderes Ergebnis, okay? Die sind wirklich anders. Also als die Crispy. Viel besser gewürzt, viel fettiger, knuspriger. Die haben so eine leichte Schärfe drin. Also es wirkt so ein bisschen wie die KFC-Richtung, aber auch ein bisschen eigen. Nicht besser, aber auch nicht 10 Jahre schlechter oder so. Machen wirklich Bock. Bei KFC hast du halt noch so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor. Also als Kind schon ein bisschen gegessen, hier ein bisschen gegessen. Ich würde aber sagen, wenn du bei AFC als Kind schon gegessen hast, und dann gibt es seit 20 Jahren, wird es irgendein fettes Kind geben, das seit 20 Jahren schon ist, was wahrscheinlich hier irgendwo in der Gegend lebt, dann würde ich vielleicht mehr mögen. Schmeckt mal viel besser von der Fleischqualität, von der Panade her. Aber wenn ihr mal zu AFC gehen solltet, nehmt die Hot Wings, viel, viel besser. Boah, jetzt so noch, bringt ihr auch so ein bisschen eine Schärfe mit? Ich habe extra eine Kombibox bestellt, Leute, damit wir halt wirklich gucken können, wie es ist. Ich habe hier das sind Hähnchenteile. Boah, sind die frisch. Heieiei, die Hot Wings von KFC. Aber KFC hat auch, finde ich, so ähnliches wie McDonald's. Wir haben ihren Wiedererkennungswert. Also, dass du in dem Sinne reinbeißt und es ist halt wirklich dieser Auge, der KFC-Geschmack so mäßig. Also die Panade ist halt einfach geil. Das ist halt wirklich so eine richtig fettige Panade. Also die ist halt wirklich so übertrieben fettig einfach nur, ne? Aber halt geil. Wir haben ja auch noch den Coleslaw. Was bei KFC oder anderen Fastfood-Filialen oder auch normalen Burgerläden immer sehr besonders ist, dieses eigene, die Gravur. Weißt du, ich meine, KFC hat ja auch eigene Verpackung, sag ich mal. Ich finde das jetzt sogar ein bisschen mehr hausgemacht aus als bei KFC. Bei KFC ist natürlich sehr, sehr viel Fertigware einfach. Testen wir mal. Ich glaube, der könnte sehr Mario-lastig sein. So, Leute, ich bin in München, ich habe kein Besteck dabei. Oh, ist der süß. Aber ich bin in München, Alter. Hier ist die deutsche Küche nochmal richtig groß. Ganz ehrlich, finde ich voll geil. Das kriegt ein Like. Also der Coleslaw ist richtig lecker. Den könnt ihr empfehlen. Also wenn ihr Hot Wings holt, der Coleslaw, der hat richtig viel Fett intus. Gleichzeitig aber auch ist er wirklich sehr kalt. Der wird auch kalt gehalten im Kühlschrank. Dadurch ist das eine richtige Entspannung für deine Zunge, wenn wirklich die Hot Wings zu sehr scharf werden. Das Coleslaw bei AFC würde ich vielleicht sogar so weit gehen und sagen, der ist sogar besser als bei KFC. Ach ja, das Design, ne? Sorry, ey, das ist so kleiner. Also ich muss euch sagen, ich finde das Design bei KFC immer cool. Also der Coleslaw, weiß ich noch, bei AFC, der war richtig lecker. Also der war richtig, richtig lecker. Oh, das ist auch schon lecker. Aber weißt du was? Da gebe ich AFC den Punkt. AFC hatte wirklich einen besseren Krautsalat. Das muss man wirklich sagen. Das war euer Lieblingsfake. Natürlich war nicht alles perfekt, aber ich finde vor allem jetzt das Ende war grandios. AFC. Besser geht's nicht, Alter. Die haben es wirklich wahnsinnig kopiert. Ich glaube auch markenrechtlich gesehen, einfach mal kurz gesagt, ich glaube KFC hat diesen Laden überhaupt nicht auf dem Schirm. Deswegen machen die rechtlich wahrscheinlich auch dagegen nichts. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like da, ein Abo auf dem Kanal. Hier geht's zum Video, wo ich eine Woche lang nur Pommes gegessen habe. Und wir sehen uns nächsten Sonntag um 20 Uhr wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.